Japanische Sets explodieren und schaut mal hier vor 9 Monaten, was ich damals gesagt habe. Mittlerweile nicht mehr so günstig, sagt man schon über 70 Euro, wieder eher 80 Euro bald. Und ja, lohnt sich das noch zu kaufen? Ich denke schon, dass es nach oben gehen wird, aber ich glaube, es ist vielleicht besser, jetzt ein bisschen zu warten und vielleicht doch eher Eevee Heroes zu holen. Es ist, glaube ich, zurzeit besser, falls ich da falsch stück, schreibt es ins Kommentar. Dann haben wir hier Eevee Heroes und Freunde, 160 Euro, sogar etwas drunter bekommt man jetzt die Reprints. Lohnt es sich, dieses Set zu holen? Kann sein. Ja, ich meine, für Sealed ganz sicher, weil es aufmacht, kann Glück haben. Die Preise von den Einzelkarten von Eevee Heroes sind außer Kontrolle, auch so wie bei Drachenwandel. Ich habe es ja schon gesagt. Eevee Heroes ist der Reprint da, 160 Euro. Eevee Heroes jetzt günstiger als Drachenwandel ist extrem witzig, aber es ist so. Ja. So hat man noch vor einem halben Jahr hat man Drachenwandel für 110 Euro bekommen und Eevee Heroes, was war das, 180 Euro, ich weiß es nicht. Und jetzt plötzlich Drachenwandel fast auf 200 und Eevee Heroes auf 160. Sehr ein dynamischer Markt von, ja, mit Pokémon. Und kann man jetzt durchaus sich holen, weil Eevee Heroes das beste Set ist im Japan, genauso wie das Drachenwandel-Set bei uns. Wie ihr seht, haben wir schon vor 9 Monaten darüber gesprochen, über damals, wo es noch kein Vista Universe gegeben hat, über VMAX Climax, wir haben über Eevee Heroes gesprochen, Tag Team Chicks, All-Stars und so weiter. Und ihr seht, damals Eevee Heroes, also 150, 160, VMAX Climax ist damals schon von 70 ein bisschen höher gegangen. Und derzeit schaut die Lage ganz anders aus. Ja, wir sehen, dass wir gleich im Video sehen werden, dass Eevee Heroes sich mehr als verdoppelt hat. Ja, man kann fast von dreifach reden. Auch VMAX Climax extrem heftig. Ich würde VMAX Climax eigentlich mit Brilliant Stars gleichsetzen, weil sehr viele von diesen Top-Karten da reingegangen sind. Es ist schwer zu vergleichen, wisst, es ist Starbirth gemischt worden mit VMAX Climax, den besten Trainerkarten und so weiter. Aber schauen wir sich alles an. Aber um jetzt mal so ein bisschen eine Relation zu bekommen, wie groß Japan eigentlich ist, ja, wo steht eigentlich Deutschland? Deutsche Karten, englische Karten, japanische Karten, habe ich hier mal was ziemlich Krasses für euch vorbereitet. Und zwar, wenn ihr hier schaut, es gibt 125,7 Millionen Japaner. Ja, das ist die Bevölkerung in Japan. Das ist eine Menge, würde ich sagen. Und wer hier jetzt ein bisschen den Kopf einschaltet, merkt, okay, wow, es gibt mehr Japaner, obwohl sie auf so einer relativ kleinen Insel wohnen, als es deutschsprachige Menschen gibt. Ja, es gibt weniger Deutsche, Österreicher und Schweizer zusammen als japanische Menschen. Und hier haben wir es schwarz auf weiß, es gibt 80 Millionen in Deutschland, 8 Millionen Österreicher oder eigentlich 9 Millionen. In der Schweiz sind es ähnlich viele, Liechtenstein haben wir, also es sind gerade mal so 100 Millionen, wenn wir es hochrechnen. Im Vergleich, es gibt 746 Millionen Menschen in Europa und in Amerika ohne Kanada sind es 331 Millionen. Ja, also wir reden hier quasi von 1 Milliarde Europa-Amerika, die tendenziell englische Karten kaufen. Wir haben hier 100 Millionen, die Deutsche kaufen und wir haben hier etwas mehr als Deutsche, die japanische Karten kaufen. Darf man nicht vergessen, Japan größer als Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein und so weiter zusammen. Ja, das heißt, japanische Karten haben nicht nur die Binnenmarktnachfrage von Japan, ja, also die im Land, sondern die Japaner haben auch die Nachfrage aus Amerika. Ja, sie haben die Nachfrage aus Europa. Ja, das heißt, die organische Nachfrage aus Japan heraus ist schon mal größer als die nach deutschen Karten, und englische Karten haben derzeit sogar weniger Nachfrage als die englischen Karten, würde ich sagen, wo wir quasi theoretisch 1 Milliarde Menschen hätten, die das kaufen könnten. Ist natürlich nicht so, ist natürlich klar, aber Japaner kaufen japanische Karten und vielleicht englische Karten. Die Amerikaner und Europäer kaufen englische Karten und japanische Karten und die Amerikaner kaufen englische und japanische Karten. Und in Europa haben wir dann halt noch den Salat. Wir haben Deutschland, England, Frankreich. Ihr wisst's, also England, ich meine Spanien. Und spanische Karten interessieren niemanden, auch wenn es sehr viele Menschen gibt. Portugiesische Karten sind nichts wert, französische Karten sind nichts wert, deutsche sind was wert, weil wir hier Reichtum haben. Ja, wenn du hier Sozialhilfeempfänger bist im deutschen Raum, geht es dir besser als 80% der Weltbevölkerung, die alle Elend erleiden, Hunger, Snot in Amerika, ganz üble Sache. Jetzt muss man sich mal im Kopf überlegen, was für ein Glück man hat, wenn man schon alleine hier auf diesem Kontinent geboren worden ist und dann auch in so einem krassen Land wie Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und viele andere Länder, aber gerade im deutschsprachigen Raum, extremes Reichtum. Ja. Das heißt noch immer mal gesagt,
Und jeder, der hier zuschaut und versteht, was ich hier sage, der soll mal extrem dankbar sein für sein Leben und das mal richtig wertschätzen, nicht immer so unzufrieden sein, weil man vielleicht, ja, die Top-Karten nicht hat, die man sich hätte holen sollen. Darum geht's. Ja, jetzt zu schauen, wie Max Climax mittlerweile schon auf 150. Ja, ist ein tolles Set. Und ja, hat starke Weifu-Vibes, würde ich sagen hier. Es sind einfach eine sehr starke Character-Rare-Galerie. Ich würde sagen, das Best-of, oder eigentlich, ja, sind natürlich die Karten drin, die bei uns drin waren, alle in einem Set gebündelt. Dazu, dass es japanisch ist, sieht man hier, dass die Einzelkarten hier stark nach oben gehen. Vor allem die weiblichen Karten, die normalen Karten weniger. Wir haben die Freunde drin, nach Tara ist auf 100 gestiegen, sich verdoppelt, für den Ara sich verdoppelt. Also die Karten, die waren ja schon etwas teurer als bei uns. Was mir extrem gefällt, ist die Karte hier auch, die hat sich mehr als verdoppelt. Wow, 140 bezahlt jemand oder 100 Euro für eine rohe Kopie. Finde ich krass, ich meine, die Karte ist extrem schön. Würde mich nicht wundern, wenn die auch bei Sternen rumgeht, wenn wir auch mal besprechen, bald wieder. Und ansonsten, ja, ich meine, diese Karten hier, ihr wisst, was die kosten. Die sind nicht günstig. Wir sind hier auf 150 bei der Gloria und dann haben wir noch die Lolas Vorahnung. Bei uns eine gefühlte 10 Euro Karte für Japanisch ist die Karte auf über 200 hochgegangen. Und das ist halt auch dann der Grund, warum Vimax Climax weiter nach oben gegangen ist. Aber keine Info, Vimax Climax jetzt schon auf 150 eine Box. Tragen von diesem derzeitigen Hype, aber EV Heroes, ja, die koreanischen Kartenboxen werden gerade gekauft und EV Heroes ist jetzt mittlerweile auf 500 hochgegangen, kein Witz. Er hat sich quasi verdreifacht seit 9 Monaten. Mittlerweile extrem übles Set, was den Preis angeht, unleistbar. Und man kann schon sagen, ja, die sind etwas teurer geworden als Drachenwandel, aber nicht viel. Also das sieht man schon, ja. Ist einfach ein krasses Hype-Set und wer da eingekauft hat, hat mega profitiert. Klar ist, damals die waren nicht günstig, schon mit 150 Euro, aber es hat sich rentiert. Und derzeit ist ganz klar, japanische Sachen kaufen. Das ist die Devise. Ich baue jetzt nicht hier auf die Preise von EV Heroes eingehen, auf die Einzelkarten. Jeder weiß mittlerweile, wie teuer die sind. Ja, es ist, glaube ich, irrelevant, wenn ich da jetzt drüber rede. Aber ich zeige euch hier ein Diagramm, ihr seht es ja, viel zu extrem. Und ja, das ist das große Dilemma zurzeit auch Kamisin und Purpur-Ära. Ich meine, warum sollte man Kamisin und Purpur englische, deutsche Displays kaufen? Finde es seltsamer, wenn man ja diese japanischen Sachen kriegt. Und Vista Universe auch hier, die wird bald auf über 100 durchbrechen. Ist ein Top-Set, braucht man nicht viel dazu sagen. Dazu kommt, dass hier auch WFO-Karten drin sind, eine Menge. Wir haben generell schöne Trainerkarten drinnen. Könnt ihr euch das selber anschauen, aber günstiger wird das Set nicht mehr. Reprint könnte noch im August einer kommen, glaube ich, wenn einer kommen würde, dann wäre es, glaube ich, aus für ein heikles Set. Camillas Glanz, es sind aber sehr schöne Karten drinnen. Und die englisch-deutschen Karten schauen schwach aus, neben den japanischen derzeit. Wie gesagt, man sollte auch hier vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn zum Beispiel ja, bei den japanischen Karten der PSA-Bestand ja doch eigentlich relativ hoch ist, aber Japan nicht in der PSA nicht in Japan ist. Da sieht man halt auch schon so ein bisschen, wie viel da exportiert wird. Die gesamte Druckauflage von japanischen Karten. Ob das wirklich so niedrig ist, das wage ich zu bezweifeln mittlerweile. Ja, also ich glaube, die Binnenmarktnachfrage innerhalb von Japan ist relativ hoch. Und da wird noch sehr viel ins Ausland exportiert. Also ich würde nicht sagen, dass diese modernen japanischen Produkte jetzt so limited sind, wie vielleicht einige glauben. Da hat sich einiges geändert. Da bin ich überzeugt und für die Zukunft, ich meine, die Sets, die wir jetzt angeschaut haben, kann man sich alle noch kaufen. Außer EV Heroes vielleicht, weil er schon so teuer ist. Wird aber sicher nicht günstiger. Aber derzeit Vista Universe natürlich eher am ersten kaufen. Und ja, dann sind wir schon bei der neuen Ära. Kamisin und Purpur. Gehen wir da nochmal kurz drauf ein. So, da haben wir Violet EX. Die ist auch schon nach oben gegangen. War der Kurs auf 120, durch den Reprint 150 jetzt. Wundert mich nicht, da sind Top-Karten drinnen. Und hat auch viel Spekulation drinnen. Die Rona geht derzeit nach oben, wie ihr sehen könnt. Also auch hier bei Kamisin und Purpur sind die Karten nicht verschont geblieben. Leute interessieren sich dafür. Und ja, da haben wir die Mimi. Ich sehe auch, hier sind ein paar Ausschläge auf über 1000, wo Leute kaufen. Und wenn man noch zu guter Letzt schauen,
das Set Clay Burst. Das könnte auch eine Option sein, derzeit sich zu holen. Ganz einfach, weil hier einfach ja, die drinnen ist, haben wir schon oft gesprochen. Eine gefühlte 1000 Euro Karte und in Full Art auf 200. Ja. Das sind halt die derzeitigen Sachen. Und wie gesagt, derzeit ist Vista Universe, kann man sich holen. Das ist sowieso klar. Und das Video hat so ein bisschen jetzt geholfen, mal diese Größenrelationen zu erkennen, dass der japanische Markt nicht klein ist. Ja, japanische Karten an sich, die Sprache, wie schon vorgesagt, die Dinger werden nicht nur in Japan massenweise verkauft. Die Nachfrage in Japan ist viel höher als in Deutschland, als in Europa. Vieles geht nach Amerika, vieles geht nach Japan. Die Dinger sind so gefragt auf der ganzen Welt, gefragt als englische Karten zurzeit. Und ja, ist eine ziemlich heftige Entwicklung, die ich so selber nicht prognostizieren habe können. Das hat übrigens niemand prognostizieren können. Sicher manche schon gesagt, sie sammeln nur japanische Karten. Und die haben hier den Jackpot abgeräumt. Ja, und ich kam jetzt in der Purpur-Ära, ist was anderes wie Schwert und Schild, Schwert und Schild. Natürlich kann man sich englisch-deutsche Boxen holen, eher die englischen wahrscheinlich. Aber für Kamezin und Purpur habe ich schon gesagt, derzeit englisch-deutsche Produkte nicht zu empfehlen, sondern hier eher die japanischen holen für eine Sealed-Kollektion. Ja, bei Einzelkarten gibt es ja doch auch immer wieder Schnäppchen, auch auf allen möglichen Sprachen. Muss mal schauen, was man so hat. Ansonsten like das Video, Leute, lasst ein Abo da und wow, schaut euch hier ein paar Videos an. Wow.